Ja, Freunde, was in diesem Part passiert, seht ihr jetzt. Herzlich willkommen in der Ausgrabungsstätte. Ja, wir schauen uns das jetzt hier einfach mal an, was hier so abgeht. Und, ja. Tomb Raider, die Angel of Darkness, willkommen, Freunde. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin froh, jeden einzelnen von euch mal wieder recht herzlich zu einem meiner Let's Plays begrüßen zu dürfen. Und wir werden hoffentlich ein wenig unseren Spaß haben. Und ich sehe gerade, die Regie holt Kaffee. Darum bitte ich die Regie auch um einen Kaffee. So, nein, du elektrisierst mich nicht. So. Dankeschön, dass du tot bist. Das hast du gut gemacht. Das heißt, du kennst dich mit Sterben aus. Was ist denn das? Waschmaschine oder was? Ey, hier ist ein Raum mit Riesenwaschmaschinen oder was das auch immer sein soll. Gut, da war nichts drin, warum auch immer da dieser Heini rauskam. Hi. Hallo. Hallo. Ah, weißt du was? Hallo, lass dich bekämpfen, Kollege. Lass dich bekämpfen. Komm, lass dich schlagen. Du magst gehauen zu werden. Hallo, sag mal, was bist du widerstandsfähig? Meine Güte. Jeder andere wäre schon in Einzelteile gefallen. Pass auf, und da ist auch wieder so ein Blü drin. So ein Cordon Bleu-Typ. Da liegt was? Warum gehen die Türen zu? Da liegt so ein Zettelchen. Irgendwie sehe ich hier ganz oft dieses Symbol. Das muss ja irgendwas zu bedeuten haben. So, hier ist ein Schränkchen. Gehst du auf? Gehst du nicht auf? Schade. Und du? Du bist auch leer. Was ist mit diesem Schreibtisch? Also irgendwie könnten diese Häuschen spendabler sein. Hier liegen überall Laptops. Ich würde die gerne mitnehmen. Ich hätte gern so ein Ding. Und hier flattern die alle in Massen rum. Tja, so ist das eben, ne? Ach, das sind solche Baucontainer. Okay. Das sind solche Baucontainer mit Luxusgegenständen. Und du, hier schon wieder so ein Cordon Bleu-Typ. Ja, Cordon Bleu. Ist die Cordon Bleu-Muschi tot? Der steckt mit dem Kopf in der Tür. Habt ihr das gesehen? Aber er ist tot und das ist auch gut so. Da war was. Ja, wenn, ist es jetzt leider verschwunden. So, was ist das hier? Wieder solche komischen IBM-Laptops. Mit dicken... Ja. Naja, ihr wisst, was ich meine. So, was ist das hier für ein Puff? Mal wieder etwas, wo man überhaupt nicht durchsteigt. Das wird wohl das erste Mal ein richtig schönes, krasses Rätsel. Ja, was man hier macht, weiß ich überhaupt nicht. Von daher machen wir es jetzt so, wir gucken uns erstmal die ganze Baustelle hier überhaupt an. Versuchen hier auf der Baustelle erstmal vereinzelt irgendwelche Dinge rauszufinden. Und wenn ich dann weiß, wofür dieser komische Herz-Lungen-Maschinenautomat ist, komme ich da wieder zurück und kläre das. Und wir gucken uns derweil eine Baustelle an. Ja. So machen wir das. Wenn wir uns die Baustelle denn auch wirklich angucken dürfen. Weil die ja abgezäunt ist. Und mir wird gerade ein Zigarettchen angeboten. Ja. Wie schön. Und da ist die Baustelle nicht mehr abgezäunt. Nein. Da vorne ist irgendwas Komisches. Was auch schon so nach Rätsel aussieht, worüber ich mich schon am meisten freue. Und Bretter. Bretter sind auch eine feine Sache, ja. Da dreht. Das dreht ja sogar. Ist hier Strom? Qualitätsstrom. Ja, Qualitätsstrom aus der Steckdose. Atomstrom. Ich bin ein totaler Atomgegner, das solltet ihr vielleicht wissen. Aber ich kann mir keinen Biostrom leisten. Nee. Wie denn auch? Ich meine, man wird ja irgendwie heutzutage dazu gezwungen, Atomstrom zu benutzen, ne? Das machen die extra. Das ist alles extra, Freunde. Nein, Lara. Du brauchst nicht mehr auf die Leiter steigen. Du bist nicht der goldene Reiter. Nein, das bist du nicht. Nein, mein Mäuschen. Das bist du nicht. Da unten ist so ein Mannequin unterwegs. Kannst du dich auf den zielen, Lara? Du konntest... Kannst du das sonst so gut?
Mensch, Mäuselchen. Mensch, Mäuselchen. Das ist wieder so ein Cordon Bleu-Typ. Hallo, Cordon Bleu. Hallo, Cordon Bleu mit Pommes. Morgen gibt's Cordon Bleu mit Pommes, Freunde. Ja, ich weiß nicht, ich kann diese französischen Namen nicht aussprechen. Ich nenne die jetzt einfach alle Cordon Bleu. Da mache ich, glaube ich, nicht viel falsch, oder? Das ist ja auch so ein französisches Wort. Und Cordon Bleu schmecken gut. Na also, oder Baguette. Oder was die da haben. Baguette, ne? Das kommt so von denen. So, da ist noch was irgendwie zu tun. Der Cordon Bleu ist tot. Tutti. Hier ist eine Schubkarre und hier hatte ich einen Bug auf der PlayStation-Version. Hier habe ich gespeichert und sie konnte sich nicht mehr bewegen. Ja, gemein, oder? Wer kommt da auf solche Sadomaso-Ideen? Hier kann man klettern! Das habe ich jetzt aber aus Versehen entdeckt. Aber weiter kann sie nicht. Nö. Nö. Okay. Aber eigentlich müsste das ja gehen. So. Hm. Das hier ist die Ausgrabungsstätte. Louvre-Galerie. So, Louvre. Willkommen im Louvre, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen. Wir bringen Sie dahin, wo Sie schon immer hin wollten. Und zwar an die Louvre-Sonne. Was für ein Quatsch, oder? Was fasel ich hier überhaupt wieder für ein Käsekram? Naja, egal. So bin ich nun mal. Und wer das mag, der guckt ja zu. Und wer das nicht mag, der guckt eben nicht zu. Wir sind jetzt hier irgendwie auf so eine Wand geklettert, ohne Sinn und ohne Verstand. Also ich verstehe nicht, wieso wir das getan haben. Vielleicht einfach nur, weil wir es können. Und da vorne dreht sich so eine komische... So ein komisches Ding. Ich nenne es jetzt das Ding. Was das Ding auch immer bringt, das ist aber beleuchtet und anscheinend scheint dieses Ding von besonderem Interesse. Da könnte man bestimmt drüber springen. Unter gewissen Umständen natürlich nur. So, von daher würde ich sagen, tun wir einmal speichern. Und wenn wir gespeichert haben, dann springen wir da einfach mal liebevoll rüber. Denn auch ihr, ach, das ist eine Hangelparty. Gut. Auch gut. Das habe ich ja gar nicht gewusst. So findet man auch raus, wie es weitergeht. Und wir fallen noch vorher runter. Ja. Und unsere Lara ist gestorben. Ja, sie ist verstorben. Ich rauche gerade nebenbei. Ich hoffe, das nimmt mir keiner übel. Wenn ja, tut mich wirklich sorry. Habt ihr gesehen, wie sie sich gewälzt hat? Wie ein Schwein in der Jauche. Wie ein Schwein in der Jauche. Unglaublich. Schlammcatchen. Auch Lara Croft ist dabei. Schlammcatchen in der Jauche, Freunde. Ich glaube, man muss ein Stück weit vorspringen. Aber ich probiere es jetzt mal, weil irgendwie muss das ja gehen. Es ist ja unrealistisch, wenn wir da nicht rüberkommen und das alles allzu schwer wird. Lara, bisschen noch. Komm, Muschi-Maus. Ein bisschen Power hast du noch. So, das hat sie geschafft und das ist auch gut so. Jetzt sehe ich nur irgendwelche komischen Balken vor meinen Augen und kann im Prinzip nicht wirklich deuten, was hier mein Job ist. Ich kann das jetzt wirklich gerade nicht so ganz nachvollziehen, was Miss Croft hier eventuell noch so vorhat. Kann man da rauf? Ja, zieh dich rauf. Muschi. Muschi-Maus. Genau. Aha! Irgendwie erklären sich viele Dinge manchmal auch von selbst. Hier sind wir doch gar nicht reingekommen und jetzt kommen wir hier auf einmal rein, weil wir den komplizierten Weg gegangen sind. Und was ist das jetzt hier? Das sieht aus wie bei Tomb Raider 3, die Arschbohrmaschine. Kennt ihr die noch?
bei der U-Bahn, dieser Arschbohrmaschine. Also wenn ihr Tomb Raider 3 in meinem Let's Play verfolgt habt, oder mein Let's Play Tomb Raider 3, da gab es diese sogenannte Arschbohrmaschine. Und diese Arschbohrmaschine hat halt gebohrt. So, was macht das hier für einen Sinn? Ja, also irgendeinen Sinn macht die Arschbohrmaschine hier auch. Jede Arschbohrmaschine hat Sinn. Und, aber wofür die hier ist, das fragen wir mal die Maus, ne? Ist das ein Fahrstuhl hier? Ey, da ist ein Hebel, da ist ein Hebel. Wofür bist du? Du bist nichts. Der Hebel ist nichts, Leute. Das ist ein Nichtshebel, ein Nichtsnutz. Warum ist der da? Also irgendwas war da, glaube ich... Ich glaube, da müssen wir irgendwas an dieser Arschbohrmaschine machen. Oder an dem Ding da unter, ey. Das Ding da unter könnte für uns interessant sein. Dieses leicht rätselhafte Ding. Aber warum steht hier diese Arschbohrmaschine? Was hat die für einen tieferen Sinn? Können wir dahinter oder so? Na ja, gut, nennen wir das nicht mehr Arschbohrmaschine, nennen wir das Plattform ohne Sinn. Aber das muss Sinn machen. Und ich will da rein. Ich will da rein. Hallo. Ich will irgendwo rein. Ich möchte in dem Spiel auch was machen können, ne? Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber irgendwie möchte ich gerne in diesem Spiel... Lass uns mal fallen. Ah, das ist Todesurteil. Ja, und auch nochmal mit dem Hinweis, Lara Croft hat sich soeben verletzt, meine Damen und Herren. Aber sie ist gerade im Krankenhaus, wird gerade wiederbelebt und jetzt ist sie wieder da. Da ist wieder unsere Lara. Und, ich glaube, dass wir da an diesem Ding irgendwas machen müssen. Da müssen wir, glaube ich, hin. Und da... Das, ach, da sind Hebel. Okay. Das heißt, wir müssen dahin, um überhaupt irgendwie weiterzukommen. Da, wo wir jetzt waren, müssen wir noch im Endeffekt gar nicht hin, sondern wir müssen dahin. Aber das seht ihr nach der nächsten Maus, meine Damen und Herren. Nein, das seht ihr im nächsten Part, denn dieser Part endet hier an dieser Stelle. Wir bitten alle Zuschauer auszusteigen und auf den nächsten Part zu warten. Der nächste Part ist in Produktion und Florian Kiel sagt Tschüss und auf Wiedersehen.